Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Liane Knüppel. Ich bin die Präsidentin des Alumni-Verbandes VSA, der Stipendiaten und Altstipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung. Und der VSA ist der unabhängige und vor 25 Jahren gegründete Verband, Alumni-Verband der Stiftung. Wir sind inzwischen von der Stiftung anerkannt und haben 2200 Mitglieder. Letztes Jahr hatten wir in Leipzig unsere Jubiläumsveranstaltung, wo auch einige von Ihnen anwesend waren. Ja, heute bin ich gekommen, um der Begabtenförderung meine Aufwartung zu machen und um ihr zum Geburtstag zu gratulieren, denn ich habe selbst die meiste Zeit miterlebt. Ich war Stipendiatin von 1980 bis 1982. Rolf Schröers, der damalige Leiter der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach, hat mich noch aufgenommen. Und was ich nie vergessen werde, was ich dieser Stiftung nie oder unserer Stiftung nie vergessen werde, ich bin aufgenommen worden, obwohl ich gegen den Strom geschwommen bin. Ich war nämlich die erste junge Liberale, die aufgenommen worden bin unter all den Jungdemokraten und ich gehörte eben nicht dem Mainstream an. Und man hat mich aber trotzdem genommen. Und mein erstes Begleitseminar, ich werde es auch nicht vergessen, war der Parteitag in München. Deswegen, ich bin in den Keller gestiegen und habe die Unterlagen von dem Parteitag in München 1980 rausgeholt, Dezember 1980, wo auch der Martin Zeil mit dabei war. Ich habe auch noch nette Bilder von dir, die ich dir und deiner lieben Frau gleich zeigen werde. Und das war das Begleitseminar. Und als ich mal so in das Programm reinschaute, sah ich, das ist noch genauso wie heute, Christian Tags. Das Programm, also das Begleitseminar lief ähnlich ab wie heute. Es war ein bisschen länger, es war nämlich fast eine ganze Woche. Also heute sind das ja nur 2-3 Tage. Ja, und ich bin eigentlich all die 33 Jahre sind es inzwischen der Stiftung treu geblieben. Ich bin selber Pädagogin und Erwachsenenbildnerin und habe die Möglichkeit gehabt, viele, viele Tages- und Abendveranstaltungen für die Stiftung zu konzipieren und durchzuführen. Wirklich hunderte von Seminaren, die ich geben durfte und bei denen ich natürlich auch selber ganz, ganz viel gelernt habe. Heute bin ich selber im Auswahlausschuss der Friedrich-Naumann-Stiftung mit Frau Schwetzer und mit Herrn Herr Neumann ist ja klar, sitzt direkt dahinter mit Herrn Neumann im Auswahlausschuss. Bin halt die Präsidentin des Alumni-Verbandes und auch noch stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende mit Herrn Joachim Werren zusammen. Ich bin der Stiftung wirklich für vieles, vieles dankbar und für vieles, was ich gelernt habe. Und ich bin heute froh, dass ich jetzt auch vieles wieder weitergeben kann, nämlich an die nächsten Generationen und an die vielen Jungen, die da gekommen sind und auch kommen, noch kommen werden. Ich möchte sogar sagen, die Stiftung ist meine zweite Familie. Klar, meine erste Familie ist mein Mann Hartmut, meine Kinder und inzwischen auch meine Enkelkinder. Inzwischen sind schon die Kinder, auch mein Sohn ist wiederum Stipendiat der Naumann-Stiftung. Jetzt kommen schon die Kindergeneration. Vielleicht sogar erlebe ich auch noch die Enkelgeneration, die dann irgendwann mal Stipendiaten wird. Also, der Begabtenförderung wünsche ich alles, alles erdenklich Gute für die kommenden 40 Jahre und ich hoffe natürlich sehr, dass ich selbst davon noch die einige Jahre mit begleiten, die Stiftung begleiten kann. Danke.